Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels in der dritten Liga hier in Duisburg begrüßen. 4.509 Zuschauer sahen am heutigen Samstagnachmittag die 0:2 Niederlage unseres KFC gegen die Sportfreunde Lotte. Bevor wir zu den Schimpfen der Trainer kommen, hier noch die Endergebnisse von den anderen Plätzen der dritten Liga. Cottbus gewinnt 2:1 gegen Jena. Wien Wiesbaden und Zwickau trennen sich torlos 0:0. Hansa Rostock gewinnt gegen Fortuna Köln 3:1. Unterhaching und der KSC trennen sich ebenfalls 0:0. Und die Würzburger Kickers unterliegen dem hallischen FC 1:2. Bei mir die Trainer der beiden Mannschaften, die heute hier in Duisburg aufeinander getroffen sind. Zu meiner linken Gästetrainer Nils Drube, zu meiner rechten KFC-Trainer Stefan Krebelmar. Herr Drube, ich darf Sie dann zunächst um Ihren Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, vielen Dank. Erstmal unglaubliche Intensität im Spiel. Wir haben in der Anfangsphase die ersten paar Minuten ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, haben dann das besser umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Das heißt, vor allen Dingen in der Spieleröffnung aus einer guten Ordnung, die Spieleröffnung immer wieder punktuell anzulaufen, dementsprechend auch den Ball nach außen zu lenken, das ist uns mitunter gut gelungen. Haben in den Umschaltmomenten, die wir dort hatten, dann leider die Torgefahr und die Zielstrebigkeit vermissen lassen, ähnlich wie auch in Osnabrück schon. Und dass dann so ein Spiel irgendwann wild wird, vor allem in der ersten Halbzeit, das ist eigentlich genau das, was wir nicht wollten. Ja, sich auf einen Schlagabtausch mit dem KFC Uerdingen einzulassen, ich glaube, das ist sehr äußerst fahrlässig, weil sie eine unglaubliche Qualität in ihren Reihen haben. Daran haben wir in der Halbzeit nochmal erinnert, sind dann wieder in puncto Kompaktheit und Ordnung, mit besseren Abständen wieder aus der Kabine gekommen, haben unser Spiel gegen den Ball weiter verbessert, was uns natürlich auch ein Stück weit irgendwo stark macht und haben dann das Momentum auf unserer Seite gehabt, für eine Standardsituation das 2:0 zu machen, wo wir dann vorher das eine oder andere Mal ein bisschen Glück hatten, beziehungsweise auch durch den Pfostenschuss dann irgendwo nochmal eine Situation überstehen mussten. Und im Großen und Ganzen, klar, wenn wir hier als Sportfreunde Lotte gewinnen, dann kann man hochzufrieden sein, das steht außer Frage. Vielen Dank, Nils Drube. Dann darf ich jetzt KFC-Trainer Stefan Krämer und seinen Kommentar bitte. Ja, erstmal guten Tag alle zusammen. Nils, herzlichen Glückwunsch zum verdienten Sieg. Ich kann es mir jetzt relativ einfach machen und konnte über irgendwelche gestandenen Spieler herziehen, die ihre Leistung nicht bringen oder wie auch immer. Das mache ich aber nicht, weil ich bin Trainer der Mannschaft. Ich bin dafür verantwortlich, wie die Mannschaft auftritt. Und in den letzten Wochen geben wir kein gutes Bild ab. Uns fehlt so die letzte Gier, der letzte Wille, den du einfach in der dritten Liga brauchst, dich in alles reinzuschmeißen und dich eben nicht auf irgendwas zu verlassen, sondern jeden Zweikampf anzunehmen, jeden Grashalm rumzudrehen, das geht uns im Moment ein bisschen ab. Und das war am Anfang der Serie, war das noch besser, dass in den letzten Wochen ist das ein Ding, mit dem ich nicht so gut leben kann. Da müssen wir ganz, ganz schnell wieder hin, weil das ist die dritte Liga, wenn du diese Mentalität nicht hast, so wie es der Gegner heute vorgemacht hat, sich immer wieder mit 6, 7, 8 Mann in alles reinzufeuern, nicht aufzuhören, jeden Lauf zu machen. Und dann ist das schwer in der Liga. Egal, wen du in deinen Reihen hast und egal, wo wer schon wann irgendwann mal gespielt hat. Und das ist im Moment so ein bisschen unser Problem, glaube ich. Gar nicht so sehr jetzt abzuheben auf die taktischen Dinge nicht gut waren. Wir haben im Moment keinen guten Spielaufbau. Wir spielen immer wieder in Pressingzonen rein, wo der Gegner nur Dankeschön zu sagen braucht, um uns wegzukontern. Alles Dinge, die sich im Moment ein bisschen summieren und wir müssen jetzt schnellstmöglich wieder in die Spur kommen. Dafür ist das Spiel in Osnabrück eigentlich genau das Richtige. Aber da müssen wir uns deutlich steigern, wenn wir weiter in den oberen Gefilden in der Liga bleiben wollen. Dankeschön. Vielen Dank, Stefan Krämer. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Da vorne. Nils, ein Wort zu Gerrit Wegkamp. Erst verhindert er hinten auf der Linie das 1:1, dann macht er vorne den Sack zu. Ja, ich bin vor dem Spiel angesprochen worden von der Telekom, die mich gefragt haben, ja, jetzt seit 16 Monaten oder ich glaube 14 Monaten hat er nicht mehr getroffen. Da habe ich gesagt, hätten wir es vorher gewusst, hätten wir nicht verpflichtet. Nein, Spaß beiseite. Wir messen ihn ja nicht nur an den Toren. Und ich glaube, da habe ich ihn in der Halbzeit auch nochmal dran erinnert, weil er schon in den letzten ein, zwei Spielen sich auch Gedanken darüber gemacht hat, merkte das aus seinem Spiel an, er war nicht mehr so fleißig, er war nicht mehr so intensiv am Arbeiten gegen den Ball.
Und darauf habe ich ihn einfach noch in der Halbzeit daran erinnert, dass wir einfach gesagt haben, okay, womit beschäftige ich mich? Ich beschäftige mich mit dem, was ich beeinflussen kann. Das ist einfach gut und intensiv gegen den Ball zu arbeiten, Foul zu ziehen, Bälle zu sichern, Räume aufzuziehen für seine Mitspieler. Und dann wird er auch das Momentum kriegen und die Situation kriegen. Und genauso ist es passiert, das ist natürlich umso schöner. Aber er ist ein unheimlich wichtiger Faktor in unserem Spiel und wir sind einfach froh, dass er bei uns ist. Ist Jaro Lindner verletzt? Na, ich glaube, er hat nur einen Schlag am Knöchel bekommen, das ist nichts Wildes. Gibt es noch weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein, dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Unseren Gästen aus Lotte, alles Gute für den weiteren Saisonverlauf, eine gute Heimfahrt. Würde mich freuen, Sie alle wieder hier begrüßen zu dürfen. In 4 Wochen das nächste Spiel. Am Samstag, 24. November, 14 Uhr, zu Gast dann der VfR Aalen. Bis dahin, schönes Wochenende noch. Tschüss, sagt ihr und euer KFC Linz.